So Leute, herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander von Lernboard und heute geht es mal um das Thema Intensität. So, heute geht es um das Thema Intensität und zwar folgendermaßen, wie ist es jetzt gemeint? Wir haben ja schon die Freundschaftsformel besprochen, die folgenden Bestandteile. Einmal ganz am Anfang die Nähe, also in welchem Umkreis wir uns bewegen zu der Person, die wir natürlich als Freund gewinnen möchten oder sonstigen Beziehungsart zu der aufbauen möchten. Dann die Häufigkeit, wie oft wir diese Person treffen, die Dauer, wie lange unsere Treffen ablaufen. Und jetzt kommt die Intensität. Das heißt, diese Intensität, das ist das Bindemittel der Freundschaft. Es geht darum, wie sehr beeinflussen wir die Person, also wie sehr beeinflussen wir uns gegenseitig. Haben wir Spaß in unserer, also haben wir ein behagenes Gefühl, wenn wir uns treffen? Was unternehmen wir? Wie wirkt sich das Ganze, unser Treffen, auf unsere Psyche und unsere physische Ebene aus? Haben wir Spaß miteinander? Verstehen wir uns? Sind wir sozusagen auf derselben Wellenlänge? Das Ganze spielt natürlich ein Bindemittel, also zum Bindemittel dazu. Verstehen wir uns gut, ist natürlich die Freundschaft besser. Oder die Beziehung, die wir uns anstreben. Deswegen, wenn ihr wirklich Personen für euch gewinnen möchtet, ist es nicht nur wichtig, dass ihr in ihrer Umgebung seid, sie entsprechend häufig trefft und die Dauer entsprechend variiert, sondern nein, ihr müsst auch entsprechend Einflüsse auf sie zukommen, mit ihr in eine Unterhaltung starten. Und diese Unterhaltung sollte natürlich entsprechend erfolgreich in dem Sinne sein, dass beide eine Win-Win-Situation haben. Und soweit ihr das habt, könnt ihr es auch schaffen, mehr Freunde bzw. Beziehungspartner in Liebesbeziehung haben oder bessere Geschäftspartner zu haben. Das alles müsst ihr bedenken und denkt auch daran, die Freundschaftsformel, also die vier Faktoren nochmal zusammengefasst, Nähe, Häufigkeit, Dauer und Intensität, ist unsere Grundlage, worauf wir unsere Beziehungen jeglicher Art aufbauen. Und mit dieser Grundlage werden wir jetzt auch die zukünftigen Videos, die in Punkte Beziehung kommen, werden wir auf diese Beziehungsformel entsprechend aufbauen. Denn diese Freundschaftsformel ist unser Fundament, von dem ich euch schon mal erzählt habe, worauf wir unser Haus, unser Schloss oder sonst was aufbauen können. Also, ich wünsche euch viel Spaß und noch eine schöne Woche. Das war Alexander von Lernboard. Bis zum nächsten Mal.